Hallo! Hi zusammen! Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, auch im YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Dan. Und wenn wir dieses Video drehen, haben wir Mitte Mai. Und Mitte Mai ist ja die Zeit des großen Orakels, denn demnächst werden die Nominierten zum Spiel des Jahres, zum Kennerspiel des Jahres und zum Kinderspiel des Jahres bekannt gegeben. Und überall wird gerätselt, wer kommt auf die Liste, wer könnte nominiert sein. Hugh und Hot. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen einfach ein Spiel, was die ganze Prozedur schon hinter sich hat. Und zwar ziemlich lange hinter sich hat. Ehrlicherweise schon. Wir machen einen echten Sprung zurück ins Jahr 1996. Und die Frage ist, ihr habt den Zusammenhang wahrscheinlich gesehen, aber wer hätte gewusst, was Spiel des Jahres 1996 gewesen ist? Also ich nicht. Ich kenne aber jemanden, der es weiß. Mhm. Schönen Gruß gebe ich raus an die Brettagogen. Die wissen es garantiert. Ja, Grüße gehen raus. Aus dem FF. Ja, das hätte ich wahrscheinlich wirklich gewusst. Ja, wahrscheinlich, ehrlich. Ja, also das hätte ich jetzt nicht gewusst, tatsächlich. Aber für die, die jetzt noch nicht ins Zusammenhang geguckt haben und einfach uns eingeschaltet haben, weil wir es sind, was natürlich auch sehr freut, die werden wir jetzt verraten, was Spiel des Jahres 1996 war. Ich schiebe es hier mal rein. Ein echter Kramer. Ja, genau, ein echter Kramer. El Grande ist das Spiel des Jahres 96 gewesen. Und erschienen bei Hans im Glück. Ein echter Kramer. Hat das denn auch eine Kramerleiste? Ja, das hat auch eine Kramerleiste. Oh, das müssen wir uns gleich angucken. Ja, ja, ja. Ja, genau, ja. 96 auch erschienen, genau, bei Hans im Glück. Und Zahlen, Daten, Fakten soll ich machen, das ist mein Metier. Zahlen, Daten, Fakten. 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahren und circa 90 Minuten Spielzeit. Wir sehen also schon, 96 war das mit dem Solo-Modus, der in jedem Spiel sein muss, noch nicht der Fall. Ja. Warum sieht der Karton so angeranzt aus? Wer unser Regalplatz gesucht hat, der hat es gesehen. Ich habe es auf den Ratinger Spieletagen als für den guten Zweck Spende für 3 Euro mitgenommen. Ich bin aufmerksam geworden auf das Spiel, weil der Selchuk von Meeplepong, Grüße gehen raus, das Spiel sehr, sehr geil findet und immer betont, was das für ein cooles Area-Control-Spiel ist. Und was halt am Area-Control-Mechanismus hier bei dem Spiel mir sehr gefällt, ist, dass es so ein bisschen atypisch nicht das totale Einheitenvernichten gibt. Ja, man wird zurückgedrängt, aber es ist nicht dieses typische, wenn ich von 3 Leuten auf die Moppe gekriegt habe und meine Einheiten sind alle weg, dann kann ich eigentlich schon den Spielsieg vergessen, weil ich halt einfach so dermaßen zerbombt bin, dass nichts mehr läuft. Das gibt es hier in meinen Augen tatsächlich nicht. Das heißt, man kann die wieder neu einsetzen später dann. Genau. Ja, und es ist so, dass ich das Ganze, bevor ich es jetzt auf den Ratinger Spieltagen mitgenommen habe, auch auf Boardgame Arena schon ausprobiert hatte. Also ich bin noch gar nicht so lange in dem Thema zu dem Spiel, aber es gefällt mir außerordentlich gut. Warum das so ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Genau, das denke ich auch. Ja, wenn der Selchuk nicht so triggert, dann könnte Selchuk eigentlich mal hier bei meinem Lieblingsspiel sein Lieblingsspiel vorstellen. Vielleicht kann er uns ja noch ein Spiel verkaufen. Oh, dann sind wir mal gespannt, ob der Selchuk unsere Videos guckt. Mal gucken, ob er sich meldet. Mal. Ja, schöne Grüße, wie gesagt. Wäre mal geil. Aber gut, lassen wir das. Ja, dann gucken wir. Aber jetzt sind wir bei El Grande. Wir sind im Jahr 1996. Und El Grande, worum geht es da genau? Wo sind wir überhaupt? Ja, Control habe ich jetzt verstanden, aber... Ja, El Grande, wie es der Name sagt, es geht um Granden im mittelalterlichen Spanien. Also wir befinden uns im mittelalterlichen Spanien. Ich kann ja auch mal kurz parallel das Spielbrett rausholen. Auf jeden Fall. Denn das macht schon einiges her, wie ich finde. So. Ach, schon mal gar nicht mal so klein, ne? Ja, guck mal, da können wir uns schon mal direkt da verstecken. Also ihr seht, eine schöne Karte des mittelalterlichen Spaniens. Und da ist die Kramerleiste. Mit lauter Schlössern oder Burgen und natürlich der entsprechenden Kramerleiste. Sensationell. Und ihr seht hier schon die verschiedenen Regionen eingezeichnet. Jeder hat am Anfang zufallsbasiert, kriegt dann eine Startregion zugewiesen. In der Startregion steht dann sein Grande, also ne, der Herrscher über die Region, hat noch 2 seiner Hofstaatler, nämlich seiner Caballeros, dabei, um schon mal seinen Einflussbereich in seiner Heimatregion ein bisschen zu sichern. Und es geht im Grunde genommen dann darum, dass ich als aufstrebender und expandierender Grande mich gerne ausbreiten möchte, meinen Einflussbereich vergrößern möchte, um hier, ihr seht überall in den Regionen so verschiedene Siegpunktleisten,
um über die Mehrheiten, die ich da habe, besonders viele Siegpunkte zu generieren. Also wenn ich das richtig deute, heißt es, der am meisten Leute da drin hat, kriegt die vorderen Siegpunkte, der die zweitmeisten und die drittmeisten hier. Genau. So, guck mal einer an. Okay. Dann kommen wir, fangen wir mal an die Sidecam. So, dann könnt ihr quasi der ganzen Sache folgen. So. Ja, wie, wann hat man gewonnen? Das Ganze läuft über 9 Runden. Am Ende jeder dritten Runde gibt es eine entsprechende Wertung. Ja. Ja, da werden dann die Regionen der Reihe nach ausgewertet. Und wer am Ende von Runde 9 nach der letzten Wertung, nach der dritten Wertung, die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Okay, ja, das ist also ein klassisches Spiel. Perfekt. So, ja, jetzt haben wir hier die geilen Würfelchen. Das hier ist dein der Grande Würfel quasi. Genau, der Grand Würfel ist der Grande. Der Grand Würfel, ja, die kleinen Lakaien sind die Caballeros. Und das Ganze läuft halt so, dass man am Anfang erstmal 7 Caballeros in seinem Hofstaat hat. Die restlichen Caballeros bis auf die Startcaballeros. Also ich sag mal, meiner fängt in Sevilla zum Beispiel an. Dann steht mein Grande in Sevilla und hat 2 Caballeros dabei. Einer kommt noch hier als Siegpunktmarker auf die Leiste. Oh, den sieht man jetzt nicht. Ja, gut, dahin. Das kann uns denken. Und die restlichen, die liegen hier so außerhalb des Spielplans. Man sieht es nicht, deswegen lege ich es jetzt mal ausnahmsweise hier hin. Liegen eigentlich außerhalb des Spielplans in der sogenannten Provinz. Okay. Das heißt, ich muss erstmal Leute aus der Provinz an meinen Hofstaat berufen, also zurück aus der Provinz holen, an meinen Staat, um dann die in meine Einflussbereiche hinauszulassen. Ja, bevor, das muss ich natürlich gleich wissen, wie das funktioniert, aber jetzt muss ich mal 2 andere Sachen fragen. Also ich habe die Sachen hier vor mir stehen und es gibt hier echt noch 2 echte Eyecatcher in diesem Ding. Fangen wir mit dem kleineren Eyecatcher an. Das ist diese Holzfigur, die noch größer als der Grande ist quasi. Warum ist er größer? Es ist natürlich der König. Natürlich. Der König von Spanien besucht natürlich zwischendurch. Hupala. Entschuldigt. Geht zu, schon geht zu aus Fall. Ehrfurcht lasse ich den König fallen. Nein. Schön. Also der König besucht natürlich zwischendurch seine verschiedenen Regionen aus seinem Herrschaftsgebiet und möchte dann nach dem Rechten sehen und sich bewirten lassen und so weiter. Deswegen guckt er da zwischendurch mal nach, was denn da gerade so Sache ist. Und solange der König zu Besuch ist, ist es auch so, dass die Region besonders geschützt ist. Ja, also solange der König da ist, reibt man sich nicht in Streitereien auf. Das kommt nicht so gut an, wenn ich mich da fetze und der König guckt zu, das, na, da falle ich dann in Ungnade. Nee, nee. Also solange der König da ist, kann ich weder hier Granden reinsetzen, um irgendwie Vorherrschaften zu ändern, noch kann ich halt Granden von jemand anderen da vertreiben, also rausnehmen. Das funktioniert leider. Also großer Befrieder quasi. Genau. Ah, okay. Also man macht eher gute Miene zum bisschen Spiel, man nickt und das Freundchen buckelt ein bisschen und man hält es zurück. Ja, gut, der König, okay. Und jetzt muss er natürlich sagen, ist hier noch so ein richtig dicker Klotz. Ja, es ist kein richtiger Klotz, tatsächlich, ist nicht massiv oder so. Was haben wir hier? Ja, man sieht ja schon so ein bisschen, das ist so ein Wachturm, ne? Man kann es so angedeutet erkennen. Und das ist das Castillo. Das Castillo steht hier auf der Insel. Und es ist so, dass das Castillo eine Sonderrolle hat. Es ist so ein bisschen ausgelagert, hat aber auch Siegpunktleiste. Na, also man sieht schon, es ist irgendwo in der Wertung mit dabei. In dieses Castillo kann ich zwischendurch Caballeros einlagern durch gewisse Aktionen. Und in den Wertungsblöcken, seht ihr, ist immer als erstes das Castillo dran. Das heißt, ich werte erstmal das Castillo aus. Wer also dann am meisten Caballeros da drin hat, kriegt die 5 Siegpunkte. Ne, der zweitmeiste die 3 und der dritte 1. Ah, okay, und kann dann, man aber nicht so gut sehen, ne, wie viele da so drin sind, oder? Ne, genau, ne, also es ist halt relativ geheim. Also klar, ich kann natürlich darauf achten, zwischendurch, wenn einer das reinschmeißt, aber wenn ich nicht darauf achte, kann ich da schon sehr überrascht werden, wie da die Mehrheiten in dem Castillo sind. Ja, guck mal an. Das Castillo hat aber noch eine zweite Sache, die es interessant macht, denn nachdem ich da aus dem Castillo die Mehrheiten gewertet habe, bevor ich in die Wertungsphase gehe, darf jeder auf seiner Geheimscheibe einstellen, wo denn seine Leute, die in den Castillo drin sind, seine Caballeros, hinterher hinwandern sollen. Das heißt, ist sehr geil. Ich kann halt hingehen und sagen, so, na,
meine Leute, die im Castillo sind, gehen nach Aragon. Und jetzt habe ich zum Beispiel, wo haben wir denn Aragon? Da. Jetzt habe ich zum Beispiel folgende Situation. Der Dan hat da einen Caballero drin stehen. Der Yogi 3 freut sich schon auf die Wertungsphase. So, der Dan hat aber 4 Caballeros im Castillo und der Yogi nur einen. So, und der Yogi hat dann auch noch eingestellt, dass seiner nach Valencia geht. Der Dan hat aber eingestellt, dass seine nach Aragon gehen. Und plötzlich hat der Dan die Mehrheit in Aragon. Das ist richtig. Aber die gute Nachricht ist, in Aragon bin ich jetzt Zweiter, in Valencia Erster und kriege trotzdem mehr Punkte. Genau, also in dem Fall wäre es sehr gut für einen Yogi gelaufen. Richtig. Ja, okay, aber schon verstanden. Man kann einem ganz spontan die Mehrheit in einer, quasi. Ja, quasi die Suppe spucken in einer Region. Ja, schon klar. Okay. Das war das Castillo nice. Zu einer sehr schönen taktischen Sache. Ne? Ja, sehr cool. So, das ist ja spannend. Aber jetzt müssen wir nochmal erklären, oder jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Du hast gesagt, du hast die ganzen Caballeros hier in der Region verteilt oder in den Provinzen. Wie kriege ich denn jetzt an meinen Hof? Es gibt, bevor jede Runde anfängt, eine Beatphase. Und die Beatphase besteht aus Rundenkarten. Die gehen von, ich lege jetzt nur ein paar aus, einfach um das mal ein bisschen zu symbolisieren, geht von 1 bis 13. So, jeder hat die gleichen Rundenkarten auf der Hand. Ne? Also jeder hat am Anfang den gleichen Stand. Rundenkarten von 1 bis 13. Und diese Rundenkarten haben 2 unterschiedliche Auswirkungen. Das eine ist die Zahl, die draufsteht. Je höher die Zahl, desto früher bin ich in der Initiative-Reihenfolge dran. Das heißt, wenn ich als Startspieler, also es fängt immer an beim Startspieler, der als Erster eine Karte aussuchen darf, wenn ich die 13 wähle, bin ich sicher als Erster in der Runde dran mit der Aktionsphase, weil die 13 die höchste Karte ist. Auch wenn wir die beide legen? Können nicht beide legen, weil nämlich derjenige, der eine Karte gelegt hat, für alle anderen diese Kartenzahl blockiert. Das heißt, ich spiele die 13 aus, dann kann kein anderer die 13 aus. Also wir legen die nicht gleichzeitig, genau, der Startspieler fängt an, dreht seine Karte um und dann darf der Nächste entscheiden, welche er legt. Genau. Ah, okay, gut. Ja, also da ist es dann so, dass ich das tatsächlich für die anderen blocke. So, und die zweite Eigenschaft, die diese Karten interessant macht, ist, was ihr in der Mitte seht, nämlich bei der 13 gar nichts, aber bei der 1 zum Beispiel 6 so quadratische Kästchen. Oder bei einer 9-2, so quadratisch Kästchen. Das ist nämlich die Anzahl Caballeros, die von meiner Provinz an meinen Hofstaat wandern. Also in meinen Vorrat, den ich dann überhaupt zur Verfügung habe, um die hinterher aufs Feld zu bringen. Dann die aus der Provinz, die sind ja noch irgendwo in der Provinz verstreut. Die können noch nicht vom Hofstaat in die Regionen wandern. Aber die ich schon an meinem Hof habe, die kann ich in dieser Runde oder in folgenden Runden ins Spiel bringen und meine Mehrheiten stärken. Das heißt im Prinzip, ich stehe vor jeder Runde vor der Frage, will ich lieber früh dran sein oder brauche ich Manpower? Und es wird noch ein bisschen gemeiner, was die Entscheidungsfreunde angeht, denn okay. Der Kniff dabei ist, warum man denn überhaupt in der Initiative überlegt, früh dran sein zu wollen oder auch nicht. Es gibt sogenannte Intrigenkarten. Natürlich. Und ist ja diese Politik. Intrigenkarten haben auch wieder 2 Effekte. Wie viele gibt es davon? Liegen die offen? Eine Menge. Es liegen immer, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube Anzahl Spieler offen oder Anzahl Spieler plus 1, irgendwie sowas. Müsste aber offen, nachgucken. Man sieht, was da gibt. Genau, für die Runde, die liegen offen. Okay. Ja? So, und diese Intrigenkarten, jetzt habe ich schon wieder mal blöde Beispiele. So ist das beim Zufallsereignis. Diese Intrigenkarten haben 2 unterschiedliche Bewandtnisse. Die eine Bewandtnis ist, was die Intrigenkarte an sich als Aktion triggert. Das kann nämlich zum Beispiel sein, nehmen wir mal die hier. Königlicher Ratgeber, rücken Sie den König um ein Feld weiter in eine Nachbarregion. Das heißt, ich darf den König verschieben. Komme ich jetzt gleich nochmal zu, wofür das wichtig ist. Das andere ist, ihr seht hier unten wieder diese quadratischen Kästchen.
Das ist die Anzahl an Caballeros, die ich in dieser Runde, wenn ich die Intrigenkarte gewählt habe, also von meinem Hof ins Spiel bringen darf. Wohin? Und zwar, genau, da kommen wir nämlich dann zum König. Ich darf die angrenzend zu der Region, wo der König sich befindet, einsetzen. Also ist der König in Sevilla, dürfte ich meine Caballeros in Neukastilien, in Granada, in... Nee, hier hinten. Ja, eigentlich waren es das, ne? Genau, hier hinten, die ist nicht benannt. Und, weil natürlich das Meer auch angrenzend ist, auch noch im Castillo bunkern. Das heißt, das Castillo geht eigentlich immer, oder? Nee. Hier tatsächlich hier oben nicht, ja, ne? Tatsächlich, ja. Okay. Mhm. Ja. Das ist der Einsatzmechanismus. Und dann darf ich aber auch frei verteilen. Ich kann sagen, zwei gehen dahin. Genau. Also sagen wir, du hast jetzt vier. Ich schütze einen dahin, zwei dahin und genau, ja, auf das Königsfeld darf ja keiner. Das komplett frei halt verteilen. Und ich darf auch entscheiden, setze ich zuerst meine Caballeros ein und führe danach die Aktion aus. Oder führe ich erst die Aktion aus und setze danach die Caballeros ein. Das heißt, ich verschiebe erst den König, damit ich vielleicht in andere Felder für die anderen blockiere und selber genau wieder Felder frei habe. Ja, okay. Mhm. Oder es gibt halt auch so Sachen, werte sofort alle 5-Punkte-Regionen aus. Dann gehe ich natürlich erstmal hin und setze Leute in 5-Punkte-Regionen und werte danach aus, damit ich halt exklusiv die Punkte abgrabbeln. Das macht Sinn, ja. Ja. Ja, und das sind im Endeffekt schon die Regeln. Ne? Oder ja. Was regeltechnisch angeht, mehr brauchen wir da gar nicht erklären. Also klar, ne, die ganzen Intrigenkarten, da sind schon noch so ein paar Sachen bei, die sehr fies sind und anders funktionieren. Das ist als Beispiel genannt. Es gibt eine Intrigenkarte, die besagt, alle anderen Mitspieler müssen alle ihre Caballeros von Hof in die Provinz zurückschicken. Na, die kann natürlich schon bitter sein. Ja, also, bitter. Wenn ich da halt drankomme und gerade alle anderen viele Caballeros in ihrem Hof haben, die hassen mich. Aber ist natürlich auch situativ. Ne? Kann ja auch einfach nichts machen unter Umständen. Ne? Ja, okay. Ja, klasse. Das heißt, wir haben hier so eine Art ja, Area Control, wie du schon gesagt hast, mit so einem Beat-Mechanismus. Ja, also, ja so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Irgendwie, also, ja, auf jeden Fall muss man eine coole Entscheidung treffen. Ne? Ist man lieber früh dran und kann sich als erstes so eine Intrigenkarte nehmen oder sage ich lieber, ja, nee, ist mir egal, die stören mich alle nicht, ich brauche Manpower, ne, so. Ja, finde ich cool. Und das geht dann 9 Runden, dann gibt es eine Endwertung. Ja. Ja. Ja, easy. Also, klingt regeltechnisch doch eigentlich, also, regeltechnisch klingt es für mich ja erstmal ganz einfach. Ziemlich easy. Aber natürlich das wahrscheinlich. Es geht halt ans Eingemachte, weil man einfach, ja, alles Mögliche so ein bisschen abwägen muss, im Blick haben muss, genau taktieren muss, wie viele Leute will ich jetzt unbedingt von der Provinz an meinen Hof haben, eventuell auch schon im Vorblick auf nächste Runden. Ne? So eine Wertungsrunde kommt auch manchmal überraschender, als man gerade glaubt. Okay. Ne? Also eigentlich ist ja klar, wann die Wertung kommt, aber irgendwie fällt einem dann auf, oh Moment, gleich wird ja gewertet. Hups, vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich irgendwo noch meine Regionen stärke, ne? Und meine Einflüsse halt hochjubel und so weiter. Ja. Ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, ja, das gefällt das Spiel ja gut, ne? Jetzt sag ich mal so, ich stelle mir jetzt so diesen Menschen vor, der sagt, boah, ein Spiel von 96, ne? Das kann nichts geben, ne? So, also was, gibt es irgendwas, was du so sagst, boah, ist egal, das Spiel ist zwar irgendwie uralt gefühlt, aber trotzdem. Das ist irgendwo immer noch so, dass man sagt, das muss doch auf dem Tisch, das ist immer noch so gut, dass man sagt, oder was macht das Spiel so gut, dass man sagt, also, das ist immer noch auf dem Tisch. Wie gesagt, was mich halt echt freut an dem Spiel, ist, dass es ganz atypisch für Area Control nicht dieses Eliminierungsmäßige gibt. Ne? Also man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwann mal so untergebuttert werden kann, dass man keine Schnitte mehr hat. Ja, das ist cool. Ne? Das ist halt ganz cool. Und wenn es nur darüber ist, weil ich halt dann irgendwie ins Castillo investiere oder so und über das Castillo ja auch. Sie also sowas wie Player Elimination gibt es halt einfach nicht. Genau. Ne? So, das ist halt schon mal und auch nicht, dass ein Spieler so völlig abgeschlagen wird. Ne? Also das ist mir bis jetzt nicht untergekommen. Und
das Zusammenspiel, also natürlich sind es alles bekannte Mechaniken, die natürlich irgendwo auch vielleicht mal altbacken wirken mögen oder so, aber das Zusammenspiel dieser Mechaniken mit dem Bieten, mit dem Abwägen, mit den Intrigen, mit dem Setzen, na, also im Prinzip ist es ja auch irgendwo so ein bisschen, ne, Einsatzmechanismus und so weiter. Das eigentlich ist sogar modern, ne? Ja. Wenn man überlegt, dass in der heutigen Zeit ja viele Spiele versuchen, nicht nur eine Mechanik zu haben, sondern viele Mechaniken zu verzahnen. Ne, das macht es ja auch schon, ne? Mit diesem Bieten, nennen wir es mal Bieten, ne? Und danach mit dem Einsetzen, wohin gehe ich und so weiter. Das ist ja auch so ein gewisser Mischmasch, ne? Und was ich natürlich super cool finde, ne? Es ist halt immer noch sehr, sehr gut verfügbar. Ne? Also du hast ja oft bei Spielen, die irgendwie früher mal ein wirkliches gutes Spiel waren, aber, ne, dann irgendwie in Vergessenheit geraten sind oder was weiß ich, dass sie sogenannt out of print sind und man unfassbar schwer drankommt, ja, horrende Preise zahlen muss. Das Spiel wird immer noch verlegt, es gibt eine Big Box dazu, ne, wenn man jetzt gar nicht irgendwie drankommt, holt man sich halt die neue Big Box, die kostet knapp 30 Euro, die Big Box, ne? Ja, ist das, ja, ist auch fast nichts, geschenkt. So, aber man kriegt es halt auch einfach auf dem Gebrauchtmarkt für einen Apfel und Ei gefühlt. Ja, das kann man bei dieser Version auf jeden Fall sagen. Ja, aber selbst wenn ihr jetzt mal so bei eBay Kleinanzeigen oder so guckt, ne, dann kostet das halt irgendwie 10er oder so, ne? Ja, stark, in vernünftiger, ne, Ausstattung. Also da kann man einfach nicht moppern, und wer auf diese Art Mechanismen und, ne, Area Control und so weiter steht, der kommt an dem Spiel eigentlich in meinen Augen nicht rum. Ne? Weil es ist ein All-Time-Classic eigentlich fast, würde ich sagen. Okay. Richtig cool. Auf jeden Fall geil. Man kann es sogar erweitern. Das war das Coole, du hast sogar noch eine kleine Erweiterung dabei gehabt. Ne? Inquisitoren oder Großinquisitoren-Kolonien, die habe ich aber tatsächlich selber noch nicht ausprobiert. Okay, ja, dann erhalten wir den Mantel Schweigs darüber, außer dass es die gibt. Gut, haben wir wenigstens auch mal ins Kamera gehalten. Ja, klingt geil, muss ich sagen. Ne? Also, ist in der Big Box, glaube ich, sogar auch mit drin. Ja, also, cool. Ne? Ja, mega. Also, Spielsjahr 96, immer noch spielenswert, aktuell bei Boardgame Arena, kann man es probieren, hast du ja schon gesagt. Das heißt, wer selbst den Zehner nicht blind investieren möchte, kann es vorher bei der Boardgame Arena testen. Könnte auch gerne bei uns, ne, wir haben ja ein Dice Brothers, ein Dice Brothers Gruppe bei Boardgame Arena. Kommt gerne in die Gruppe, ladet mich jederzeit auf eine Partie ein, wenn ihr Bock drauf habt, spielen wir das gerne. Na, ich erkläre es euch auch gerne nochmal, wenn ihr bei irgendwas Schwierigkeiten habt. Na, kein Thema. Ja, also immer, jederzeit. Ja, El Grande, Grande gut. So. Ansonsten, wenn ihr Erfahrung mit dem Spiel gesammelt habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Oder auch, wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr trotzdem ein Abo da lassen. Ja, dann könnt ihr das Abo da lassen, um zu gucken, ob wir beim nächsten Mal wieder besser waren. Genau. Ob wir dann schönere Videos für euch machen. Exakt, genau. Ne? Wäre schön, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, sagt, wir haben wieder nur Quatsch erzählt, dann schreibt es rein. Wenn ihr sagt, ja, das ist super, oder vielleicht irgendwas vergessen haben, was unbedingt noch zu erwähnen ist, alles in die Kommentare rein. Wir freuen uns über alles, was ihr uns da schreibt. Und ja, ansonsten, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier, wenn es wieder heißt, vorgestellt, kurz vorgestellt oder sonst irgendwas. Ich mache hier schon den Gruß. Ja, dann machen wir den jetzt auch. Alles klar. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao.